Hallo und willkommen zurück zu Pretty Old Pixel. Mein Name ist Selma und in der ersten Folge geht's erstmal blind hinein ins Vergnügen in die. Was war das? Pazifisch? Pazifische Insel? Ich weiß es nicht mehr, hab das Intro. Ist ja auch schon lange her. Hab das Intro nicht mehr im Kopf. Auf jeden Fall in das Inselvergnügen hinein. Ich denke, ich nehme mal nochmal. Und erstmal einen Schluck Kaffee. So. So kann es starten. So. Also ich damals fand das Intro und dieses schon mal ganz cool, weil 3D-Studio hatte erstmal, ne, war für mich, ich fand's gut. Ich fand's gut, hatte gleich Pluspunkte. Ja. Speichern, laden. Ich glaube, mehr wie diese Plätze gibt es nicht. Aber hier. Gleich. 1 Start. Gerade noch mal laden. Geht. Okay, gut. Das hätten wir. Hier finde ich auch ganz lustig, dass man so aus dem Fenster guckt, obwohl es hier immer nach Nacht aussieht. Muss man mal davon ausgehen, dass es draußen hell ist. Und dann sieht man hier, jo, was man so hat. Die Übersichten, die Funds. Wir haben 20.000 und wir haben natürlich am Anfang nichts. Wir haben keine Sektoren gewonnen und verloren. Wir besitzen den einen, das hatte, den Namen habe ich auch vergessen, der Opa im Intro ja gesagt. Factory Capacity haben wir natürlich null, aber wir haben vier Trees. Ja, die Guards sind nicht 280, sondern ich weiß nicht, wie viele das Guards sind, aber die kosten uns 280. Tappers, also die Bäume anschlitzen, um da den Harz draus zu gewinnen, haben wir 0. Und Team, also Söldner, haben wir auch keinen. Das müssen wir gleich jetzt noch machen. Also haben wir auch kein Revenue. Aber ist ja auch der nullte Tag. So, Control Pane. Pane? Panel, oder? Panel, ja. Control Panel. Sound, FX, Follow Move, weiß ich gar nicht. Ja, ist schon früh. Ist noch früh. Musik, Fast Scroll, Alt Scroll, Shadows, Subtitles, die hätte ich gerne an. Item Info auch, Show Pass, okay. Die schnellen Animationen machen wir später, glaube ich, mal an, aber erstmal lassen wir das mal nochmal an. Safety Move, weiß ich nicht mehr. Mercs, Oaks, Okays. Ach, das ist ja die Bestätigung, die Sprachbestätigung. Okay, Roger. Es geht dann bestimmt nach der Zeit auch auf die Nerven, aber das lassen wir auch erstmal alles. Soweit an. Können wir dann ja noch bei Gelegenheit ausmachen. Okay, dann speichere ich das nochmal über. Nicht, dass ich, falls ich dann doch irgendwas falsch mache, neu lade, dann irgendwie Mist gebaut hat. Ich kann mich jetzt auch nicht mehr. Hier beendet man den Tag sozusagen. Meine ich. Und genau, Aim. So, jetzt müssen wir uns natürlich hier erstmal das Team aus 8 sind es. 8 aussuchen. Ich weiß auch nicht mehr, was später dann auf für Kosten auf uns zukommen, aber gucken wir erstmal. Dr. Mark Needle Crane Huim. Huim. Crenhuim. Keine Ahnung. Cranium? Sollte das auf das Kranium anspielen? Ich weiß es nicht. Has tended to the wounds on numerous assignments. Also, der ist erfahren. His sound knowledge of medicine is believed to be responsible for the beginning back to bringing back to members from the dead. However, a wandering right eye has hindered any improvements in his shooting ability. Ah, okay. Der Salary 1900 ist aber teuer. Experience Class 2. Gesundheit 92, Agility 80, Dexterity 81, Wisdom 88, Medical 98, Explosive 6. Okay, Medicals 34, okay, Marksmanship 52. Ist gar nicht so schlecht. Was ist denn jetzt Info hier noch? Current Status. Current Team Size. Average. Okay. Durchschnittliche. Minimum. Maximum. Interessant. Hirings. Fatalities. Gucke gerade rüber auf den Ausschlag des Sounds. Die Musik ist ein bisschen leise. Soll ich die ein bisschen lauter machen? Hätte eben mal reingehört, klang gar nicht so schlecht. Hätte mal ein bisschen lauter gemacht. Okay.
Ich weiß nicht. Medical war natürlich gut. Gary Roachburn. Der ist günstiger. Gesund. Nicht viel Agilität. Nicht viel Beweglichkeit. Nicht schlau. Der hat gar nichts. Klasse 1. Ja gut, der kostet halt nichts. A new member of AIM. Gary is another Roach. Another? Roachburn. The Cockroach? From a long family line of mercenaries to join AIM. Like his father, Colonel Leon Roachburn, a loose-lipped legend, Gary can be trusted to keep you informed of all your team members' thoughts and intentions. Ja. Okay. Gear. Ich habe immer Clear gelesen. Dann sieht man, was die dabei haben. Okay. Was hatte der dabei? Oh, der hatte natürlich schon recht gute Ausrüstung. Und der hat eine 38er. Okay, Metalldetektor, auch nicht schlecht. Remember in good standing. Samuel, der kostet natürlich auch dementsprechend. Gawa rose from the hardship of the Deep South to gain a renowned and illustrious reputation as one of the most sought-after and experienced soldiers for hire. For man of his years, his health remains remarkable. Okay. Ja, Marksmanship 86. Dafür ist er nicht mehr so gesund. Ja. Aber es, die sind mir zu teuer. Was ist denn hier so? Ja, die sind schon sehr teuer, ne? Also, wir nehmen auf jeden Fall die Günst. Hier, der ist doch. Okay. Der ist sehr günstig. Das ist mehr so der Cannon-Fodder. On infinite probation. Okay, on infinite probation. Wie heißt das denn? Ich glaube, wenn man aus dem Gefängnis entlassen wird, auf Bewährung, genau, auf langer Bewährung. Unusually ruthless, Reuben is best described by his nickname. He's called Ruthless, because he wiped out his entire family with a cordless hedge trimmer. Okay, also er ist wirklich ruthless. Because he wiped out his entire family with a cordless hedge trimmer. Also mit einem kabellosen Heckenschneider. Also ich vermute mal nicht, dass ein Akku-Heckenschneider gemeint ist, 1995, sondern so einer, den man so wie so eine richtig riesige Schere zusammen. Okay. An unusual ruse because he recharged the plant twice before he was finished. Nein, es war doch ein Akku. Okay, gemeint. Und er ist ruthless, weil er das Gerät zweimal zwischendrin aufgeladen hat, bevor er fertig war. Mit seiner ganzen Familie. Okay, der hat einen Radio Clock. Damit kann man wahrscheinlich dann Bomben bauen, aber boah. Zu teuer, zu teuer. Tex. A new member, Tex R. Colburn, joins AIM from a wide open ranges of Tokyo. Oh, das klingt gut. This Asian cowboy wannabe has limited experience, but seems to pick up on things rather quickly. However, you will have to put up with some pretty annoying B-Western clinches. Hired. Was hat er denn? Oh, der bringt sogar eine Kamera. Als Japaner bringt er eine Kamera mit. Naja, Marksmanship 65. Ja. Ah, kann man mit leben, ne? Wisdom 52. Ich weiß nicht, ob das Wisdom ein Wert dafür ist, wie schnell man mehr dazu lernt. Das weiß ich nicht. Das. Okay, der gefällt mir. Nee, zu teuer. Pearl E. Cutter. Das ist aber schon 400. Da muss aber ordentlich was bei rauskommen. Health. Okay, der ist agil und Dexterity hat er viel, ne? In a short span of time, Hurl E. Cutter has been with the organization. He has become a familiar sight to our medical staff and a great source of insider information. Thought, though perfectly healthy, this chatty mercenary just can't seem to keep his lips shut. Ah, okay, der,
ist sehr gesund, aber wurde oft vom medizinischen Personal betreut, weil er seine Fresse nicht halten kann. 60, na, für 400, weiß ich nicht. Oh, das ist mehr so. Ja, was ist denn mit ihm? A reluctant and nervous mercenary. Biff Abscott is still trying to overcome the disturbing flashbacks of a bad birth and his pitiful mother. Okay, der sieht auch schon so aus, als müsste er seiner Mutter entkommen. With only one short assignment under his belt, he requires patience, understanding and decaffeinated coffee. Okay, ja. Hired. I'll join, but it's not too hairy down there, is it? I mean, I know the shooting, but it's not like it's out of control or anything. Also, das ganze Spiel ist sehr lustig, ironisch so. 6000? Nein. Was ist denn hier mit dem Livon? Ach, das ist ein Raster, oder was soll das sein? Born to parents of Jamaican and Scottish ancestry, Doctor. Wohin ist denn der Doktor? Nicht im Medical. Okay. Refito Levon has attempted to care for the casualties of war during countless conflicts. However, as of this moment, his standing with the medical profession remains sketchy. Ah ja. Sorry. Aber er hat ein First Aid Kit, aber er kann. Und ein Combat Knife? Er kostet nichts, ne? Ah, nein, nein. Io wollte ich. Ich glaube, den nehme ich auch mal mit. Vielleicht können wir den im Nahkampf benutzen. Dexterity. Cynthia Fox Guzman. Dangerous, desirable and devious. Cynthia Guzman is the latest female addition to our organization. A former nurse from Newark with the doctor's attitude, the Fox is known for her field treatment of casualties, excellent agility and amazing dexterity. Oh ja. Die ist auch sehr teuer. Sorry. Viel zu teuer. 12.000. Viel zu teuer. Viel zu teuer. Viel zu teuer. Viel zu teuer. Aha. Spec Decline is one of the more able and less demanding mercenaries with the organization. Taking it apart and putting it back together. So that's the one. Ah, okay, Mechanik. Ja, das ist gut. It's a hobby and living for nervous mercenary for Lower Manhattan. Okay. Toolkit, Locksmith Kit. Jo. Ich nehme den mal, weil. I promise you, you won't regret this decision. Ich frage mich auch, ob es reicht, wenn man vier hat, vielleicht. Wahrscheinlich eher nicht. Weasel. Wir müssen noch irgendwen haben, der ein bisschen mehr Marksmanship hat. Was ist denn so? Unser Average Marksmanship ist 51. Was kann der? Nix so richtig. Teuer, zu teuer. 44? Nee, zu teuer. Teuer. Würde ja zu uns passen. Ah, der ist auch Mechanical. Nee. Alle mit ein bisschen besseren Marksmanship gehören. Ja, okay, verstehe. Back on probation, Bruce Boner has skirted the edge of reality and toyed with demonic fantasies since childhood. There exists a serious difference of opinion as to what. Nee. As to whether he should remain within the organization. However, qualified explosive experts remain hard to find. Und der kostet wirklich nix. Bringt der Explosives mit? Nee, aber gut. Der ist schon wieder zu teuer. Zu teuer. Turtle. His name suggests Herman Regents is by no stretch of the imagination one of the most agile members. Okay, Turtle.
Agility 8. Mhm. He is, however, one of the swiftest. Ah. Ach so, no stretch. Okay. The swiftest. He has seen plenty action in North Africa and was also a decorated officer in the Major Metropolitan Police Force. Und der hat 75. Das ist nicht schlecht. Ah, und als Polizist kennt er sich mit einer 38er aus, hm? Yeah, I'll go. Tell me, does Metavira have a bakery yet? Okay. Hm. Das ist wieder gut mit Explosives. Teuer. Ah, zu teuer. Halt. Sparky. Roachburn. Ah, ja, Roachburn hatten wir ja schon mal, ne? The youngest child and only daughter of the legendary Colonel Leon Roachburn. Megan Roachburn has decided, like her brother Gary and Larry, to... Gary, Larry, sollte sie dann nicht auch irgendwie ein Sparry oder so heißen? Sparky? Hm. Megan? Hm. To join the family business and work for AIM. Despite a strong desire of extensive training, Sparky is unable to swim. Jennifer? Hm, was bringt die mit? Auch nicht schlecht, ne? Oh ja, ich erinnere mich an Sparky. Hm. Ah, 500 ist schon... Ah, 61, das hier kommen wir der Sache doch schon näher. Wer bist du denn? Carl It Goodman. Once Herald Professional Wrestler, aha, Carl Goodman is a recent addition to AIM. He's often referred to by those who knew him during his ring days as IT, because of his size and manners. However, oder IT, keine Ahnung. Those who have seen him, whether call him Rock. The Rock. Und er hat einen Stein dabei. Ah. Ich finde ja die Stimme aus dem Off sehr cool. Water-resistant ballistic nylon camouflaged assault vest with three easy access pouches for accessories and reinforced stretch points for tactical load distribution. Hier steht jetzt aber nichts über Schaden und so weiter. Ah, okay. Jo. Yep. Damit war komplett. Also ihr seht, es gibt haufenweise Söldner. Ah, hier sind wir jetzt wieder vorne dran, ne? Ja, es gibt haufenweise Söldner. Jo. ETA Daybreak. Okay. Speichere ich mal. Wer weiß, ob ich das bereue. Ah ja, jetzt sieht man die hier auch. Was jetzt das, das genau bedeutet, weiß ich natürlich jetzt auch nicht. Warum hier oben jetzt zum Beispiel immer so ein heller Punkt ist. Die werden ja wohl nicht beschädigt sein alle. Nee, das glaube ich nicht. Spec it. Okay, also die Teamkosten sind 1553. Das geht, ne? Okay, wie komme ich dann zu dieser Sleep? Ich glaube, da muss ich schlafen, ne? So, der Karte kommt man immer morgens oder wie ist das? Ah ja. Suffered a serious setback. Sometime this morning someone managed to get into the processing plant and steal an essential piece of equipment. Okay, jemand hat uns bestohlen. Without the micropurifier we're shut down. We have to get it back as soon as possible. Until then, there's no point in tapping any trees. Okay, wir müssen einen Micropurifier wiederfinden. Better warn the team. It looks like it's going to be an extremely hot day. Ah ja, ein heißer Tag. Okay. Puh, wie ging das jetzt nochmal? Also ihr seht es ja. Hier unten die blauen Punkte, das sind die Guards. Die sind hier jetzt 8. This sector is in enemy hand. Genau, die Sektoren sind alle in feindlicher Hand. Das sind die Tappers.
Weiß ich nicht, ob ich hier jetzt noch sagen muss, wie viel Kohle. Weiß nicht, was das für eine Auswirkung hat. Ah, hier ist die Übersicht über die. Ah, genau, hier konnte man, genau. Rest, Train, Doctor, Patient, Repair, Fire. Mhm. Da konnte man die. Ja, trainieren. Und ich glaube, wenn man sagt, hier, üb mal damit und üb mal damit. Marksman. Wir müssen alle besser werden in Marksman. 75. Okay. Das sind die Trees. Es gibt gar nicht so viele Trees, ne? Okay. Hier unten könnte man welche und das ist die totale Revenue. Okay. Ich weiß, dass man hier irgendwie so mit der rechten Maustaste die irgendwie rausholen und dann hier mit der linken Maustaste reinsetzen konnte, aber irgendwie scheinbar nicht mehr. Hm. Hier sind 2 von 4 Trees, okay. Starting Sector not specific. Ah. Okay, so setze ich meine Söldner da ein. Alles klar, und von da muss ich dann überlegen, in welchen Sektor ich gehe. Ich gehe mal nach links. Vielleicht einfacher am Anfang. Go to work, okay. Destination Sektor 60. Ah ja. Meine, irgendwie so ging das. Mal gucken. Okay, was haben wir hier? Ah, Travel West. Alles klar, das mache ich jetzt mal noch nicht. Hier sieht man jetzt auch genau das Inventar und so weiter. Er hat 6 Schuss, danach ist Schluss. Ich hatte eben überlegt, Munition? Hm, doch, Munition gibt es scheinbar schon. Okay. Exit. Map. Okay, das ist die normale Karte. Und das sind die Optionen. Okay, die kennen wir ja auch schon. Und hier kann man Quick Saven. Okay, es gibt nur einen Quick. Okay, dann sage ich hier Travel West. Too far away from location. Muss ich dann mit allen hier hin? Scheinbar. Weiß ich nicht, ob es nur. Ich wollte eigentlich nicht mit allen, aber. Okay, den habe ich schon. Ah. Ah, rechte Maustaste ist schießen. Ah, genau, das war das hier in den Händen. Verstehe. So, damit hätte ich jetzt diese alle hier. Wenn ich jetzt sage Travel, gehe ich dann nur mit. Ach was? Ja, auch kann man hier auch? Nee, kann man nicht. So Formationen oder so. Mehrere bewegen gibt's nicht was. Ah, das ist die Uhrzeit. 7.20 Uhr und das. Hm, weiß ich nicht. Okay, das geht so nicht. Aber was ich gemacht habe, ist eben, ich habe die Maustaste gedrückt gehalten und wenn man die dann bewegt, dann ja, wir gehen jetzt mit allen. Wenn man die dann bewegt, bekommt man so ein Interface. So eine Rose sozusagen. Und der Linksklick davon. Hallo? Achso, den habe ich schon ausgewählt. Der Linksklick davon. Der war dann nach links laufen. Mm, wir können ja jetzt schon mal Fast Scroll, Step Sounds. Vielleicht hat das was mit dem Follow Mode zu tun. Keine Ahnung. Fast Firing. Gab es nicht auch Fast Laufen?
Fast moving. Warum? Achso, der ist das gar nicht. Ich will doch den. Ach, der gehört gar nicht. Das ist eine Wache. Okay, kann ich jetzt hier sagen, travel west? Too far away from Traverse Location. Und da denn so wirklich dran stehen? Ah, scheinbar. Okay, die haben schon mal einen entdeckt. Der ist healthy. Bucky war ja nicht so gut mit Schießen. Züge haben wir noch Zeit. Ich weiß es nicht mehr, was das heißt. Der hatte Erfahrung. Der war aber nicht so schnell. Guck, der hat nur 13 Bewegungspunkte. Ich weiß nicht, wie teuer Schießen ist. Kann er noch schießen? 5. Kann ich jetzt die Maus bewegen und mehr investieren da rein? Nein. Ah, in den Baum. Der wollte ja auch. 16. Hierhin erstmal. Barky bewegen wir erstmal aus dem Schlussfeld raus. Den auch. Der ist natürlich schnell. Deswegen hat er auch ein Messer. Ah, den hätte ich reinbewegen sollen, ne? Ja, okay. Stand 19. Der war ja auch nicht so schlecht im Schießen. 17, dann kommt der erstmal hier hin. Banner! 12, den kann ich hier hinbewegen. 8. Ne, der kann nicht mehr schießen. Schlecht im Schießen. 21. 20. Ganz so schlecht war der nicht. 18. Gehen wir mal hier unten hin. So, dann. Achso, die Karte könnte ich. Nee. Gibt es keine Sektorkarte? So, angucken. Okay. Dann, Oh! Der hat gut getroffen. Na komm. Ah, ich kann mich noch daran erinnern, das war am Anfang wirklich immer so. Wir haben immer vorbeigeschossen und wurden immer getroffen. Aber irgendwie konnte man, glaube ich, mehr. Action Points oder wie man es nennen soll, investieren. Der kann das auch nicht. Wer war denn hier der. Hier der Raffi? 19, 16, 19, 20. Ja, der ist schon schneller, das merkt man gleich. Aber ich habe ja jetzt keine Deckung. Bringt das was? Nee, den lasse ich da stehen. Die schießen und die schießen. Bringt das hier noch vielleicht, wenn ich den noch mit reinziehe? 20, dann bleibt er hier stehen. Das ist natürlich auch doof. Und dahin. Nee, der braucht 9. Hin. Okay. Den auch hier unten hin.
Ah, der ist auch schneller, agiler. Ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen besser trainiert wie wir. So, kann ich jetzt hier irgendwie... Ah, okay, mit rechten Maustaste konnte ich... 10 ist Maximum. Ha! Nimm dies! Ha! So. Ah. Dann. So, der hat irgendwas fallen gelassen. Hätte ich das vorher gewusst. Na gut. Oh, das ist doch gar nicht schlecht. Wo? Hier, ne? Oder hier? Hier? Hier! Ah, damit wird das Inventar größer. Schön. Denn noch was? Yep. Ah, ich habe nicht mehr genug Action Points. Okay. Hex hat... Der ist verwundet. War die das nicht mit dem Medipack? Nee. Nicht irgendein Arzt? Wie konnte ich denn jetzt nochmal... Ah, Max Aim... Mute. Reserve Points Max Aim. Ah, okay, das kann man hier einstellen. Kann man auf allen einstellen, das... Ah, so ist auch Pause. Deswegen blinkt das. Okay, aber ist ja jetzt eh im Rundenmodus. Oder? Nee, ist es nicht. Jetzt nicht mehr, stimmt. Bluten die? Nee, ich glaube nicht. Das klappt schon. Okay, hier muss ja jetzt irgendwo noch wer sein. Oh Mann. Nein, 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 nein. Oh, so kann man gar nicht quicksaven. Ich weiß nicht, warum ich keinen Quicksave machen kann. Achso, weil ich wirklich noch im Rundenmodus bin. Okay, im Rundenmodus geht es scheinbar nicht. Alles klar. So, der hat noch einen. Das bringt uns nicht weiter. Sparky. Okay. Naja. Gut. Ich glaube, der guckt nach unten, oder? Ja, der guckt nach hier. Das ist gut. Man kann sich auch anschleichen und so. Okay, so. Wo hatten wir denn hier? Raffi, komm mal her. Knives out. Okay, wen hatten wir noch nicht? Den hier. Der hat ja auch gleich auf die Fresse gekriegt. Aber kann der hier vielleicht noch das aufsammeln? Nee. Okay. Hallo, hallo! Mitch ist der Bad Guy hier. He knows he's me. Noch einer, okay. Hallo! Raffi den... erreichen? Nein, kann er nicht. Ich glaube, ich würde dann hier nochmal... Ach ja, der war der Arzt. Ich würde dann hier nochmal warten. Okay, interrupt. Nee, so. Der ist dazwischen, ne? Okay, die bluten dann doch noch weiter, wenn die verletzt sind. Die muss man dann flicken. Alles klar. So. Ja. Wupp. Knives out. What? Oh oh. Oh oh. Vielleicht habe ich hier einen besseren Winkel.
Yep. Nimm dies. So, Sparky. Jetzt du. Critical. Kannst du nochmal? Nee. Ich glaube, der flüchtet gleich. Der hat Angst. Ah, hier haben wir ja noch. Wir haben noch den IT-Guy. Kann ich mit dem Stein machen? Ah, so kann ich einfach das Inventar aufmachen. Okay, kann ich den einfach hier hin? Ah, das habe ich ja nichts davon. Kostet das Punkte? Nee. Also, den treffe ich wahrscheinlich nicht. Hier komme ich nicht durch, oder? Nee. Alles gut, das heißt, die kommen da auch nicht durch. Die kämen dann da durch. Trotzdem nochmal versuchen. Der ist sehr agil. Tada! Irgendwie, irgendeine Taste, glaube ich, konnte man drücken und dann hat man gesehen, was da am Boden lag. Versuch gerade Shift, Alt. Nee. Die war es nicht. Okay, jetzt gerade nochmal gucken. Ach, ich kann hier leider nicht so durchklicken, um zu gucken, ob da noch irgendjemand ist, der. Nein, 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 nein! Hm. Egal, passt schon. Oh. Okay. Die kann er nicht tragen. Okay, die muss dann der Dingens hier tragen. Weil der die Weste hat. Ah, so kann man denen hin und her was geben. Geben wir mal weg. Du nimmst das. Der kann sie ins Inventar packen. Perfekt. So. Two boxes of 38 ammo. Ja. Müssen wir ja hier runter mit dem. Sonst ist der gleich tot. Mit dem auch, ja. Hm. Es hätte besser laufen können. Aber auch viel schlechter. So, dann. Oh, der läuft oben rum? Ah, doppelt drauf geklickt ist besetzt. Besetzt. Setzt den Weg fort. Gut. Hier. Die schon mal fortsetzen. Und hier. Ah, das unterbricht dann. Ja, ne, Moment. Ich will ja auch den. Oha. Der kann nicht mehr schießen. Den nehme ich als letzte. Nein. Nein, 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 nein. So kann man schnell durchwechseln. Rechte Maustaste da unten drauf. Oh. Ha! Okay. Auf geht's. Oh, da ist eine Box. Nein! Ich dachte, 10 würde noch passen. Das hier vielleicht? Keine Ahnung. Aber der wird jetzt wahrscheinlich ins Gesicht geschossen. Was blöd ist, ist ja der einzige Doktor. Also da muss er da weg. Holla, die Hopp, womit schießen die denn? Ah, reicht nochmal. Okay. Well done. 10-4. Copy. Den hier runter. Den auch runter. Ah, da steht sogar Continue. Okay, der hat die Munition aufgesammelt. Der kann mal ein bisschen weiter hier hinlaufen.
Tex auch. Okidoki. Okidoki. Okay, der kann hier zu der Kiste laufen. Der hat ja zwei Plätze noch frei. Hm. So, geht das. Okay, hat nicht genug Action Points. Ansonsten. Jo. Oha. Das dauert ja nicht lange, bis der geflickt hat. Oh. Oh, da liegt doch was. Ah, First Aid Kit. Sehr gut. Noch was hier? Nee. Vier Schuss haben wir noch. Drücken wir mit Spec mal nach. 10-4. Turtle kann schon mal hier hin. So, dann der. Ach so, wahrscheinlich fragt ihr euch nicht, aber falls, warum die Folge noch nicht zu Ende ist. Ich habe das intern noch nicht besprochen, aber ich glaube, die Zeiten, in denen man so 15 Minuten Folgen gemacht hat, ist einfach vorbei. Und wir haben ja auch relativ wenig Folgen pro... Ich wollte erst pro Woche sagen, aber pro Replay. Dazu kommt dann das noch mit dem Stream, das sind dann noch weniger. Von daher denke ich, machen wir es so. Es dauert ewig. Denke ich, machen wir es so, dass wir längere Folgen machen. Dafür aber halt nicht weniger, sondern so viele, wie wir jetzt auch haben. Also halt einfach ein paar längere Folgen. Okay, das sind 10. Achso, der ist hinter. Na gut, der kann ja eh nichts machen. Ich würde jetzt gerne Quick saven. Okay. What? Okay. Noch mehr Kisten? Ja, ja, ja. Es gibt auch kein Hinhocken, Hinlegen oder so, glaube ich. Oder? Hab's nicht hinhocken? Doch! What? Wie habe ich das gemacht? Wenn's rot. Moment. So, wenn's rot ist. Ha! Okay. Wenn's rot ist, dann links klicken. Hat mich nicht gesehen. Doch, shit. Ha! Nicht getroffen. Gut, dass ich mich hingehockt habe. Oh nein! Tex! Oh, zweimal den Baumstamm getroffen. Wir machen ein Foto! Ha! Er hat aber keine Mumme mehr. Ganz viele Boxen, aber ich glaube, die meisten sind leer. Und weiter. Gut, das hilft jetzt auch nicht hier. Das, wie weit der Tag fortgeschritten ist? Ich glaube. Ah, auch in Turnbase kostet das Zeit. Was? Das ist, glaube ich, Sektor 59 und der ist noch. Ist nicht grün, glaube ich. So, okay. That hit text. Keine Ahnung. Oh. Und der kann nicht mehr. Ja, hier sind wir jetzt aber. Okay, Tex kann hier auf jeden Fall erstmal weg. Irgendwas war ja auch damit. Ich. Keine Ahnung, ob der
so doll getroffen wurde, dass der irgendwas, das schwerere weitere Verletzungen hatte, ich weiß es nicht. Okay, der hat da unten hingeschossen, was ja schon mal sehr gut ist. Leider auch getroffen. Nein! Ah, der hat auch keine Moon mehr. Ich weiß. Hätte ich noch 6 übrig. Kann ich mit 6 noch schießen? Nein, kann ich nicht. Puh. Ich erinnere mich daran, das war sehr nervig. Ja. Ja. Ja, losing 7 points of dexterity. Okay. Und den nächsten. Dafür ist die wieder einsatzbereit. Kann vielleicht noch Munition übergeben? Nee, aber die Waffe könnte die übergeben, okay. Okay, Tex muss nach unten. Ich glaube, wir spielen das nochmal, aber fürs nächste Mal. Aber dann weiß ich jetzt wenigstens, wie es ungefähr funktioniert. Ja. Ja, ja, der will sich jetzt nicht bewegen, weil er sich auf das Ziel konzentriert hat. Nennen wir es konzentriert hat. Okay. Ah! Komm, kann ich nochmal. Ah! Oh. Nein! Okay, dann muss ich zur Seite. Das ist alles okay. Dann. Wie? Hey! Stopp! Ja, der ist tot, den kriege ich nicht mehr wiedergeholt. Immer noch rot. Ah ne, das war's. Okay. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Gucken wir mal hier in ein paar Kisten rein. Kevlar-West ist schon mal gut. Ja, hier nochmal. Kiste gucken. Ja, der müsste jetzt stabilisiert werden. Also müsste ich ihn... Wir üben nur mal. Der macht das jetzt. Was hat er noch gefunden? Der Locksmith Cat. Hier hin. Ja, der braucht dann irgendwie 4 Jahre um. Hallo? Nein. Was ist das? Oh. Warum kann er das nicht? Ah, so. Mit links. Mit Steuerung. Dann. Das auf. Okay. Nein, da war nichts drin. Das? Ah, okay, damit zum Belauschen. Ich glaube, damit konnte man rausfinden, wie viele Leute in einem Raum sind, bevor man in den Raum geht. Da ist nichts weiter. Ja, ich glaube, wir üben. Wir lassen das jetzt mal. Ich hier irgendwie. Boards this day? Nein, ich bin eigentlich fertig, oder? Hm. Okay. Okay. Nein. War der Tag jetzt. Ich glaube, das war falsch.
Ja, das war wieder zurückgesetzt alles. Okay, was ja im Prinzip auch okay war. Ich glaube, das muss ich nochmal anfangen. Aber ich denke, für den ersten Eindruck, ich bin jetzt jedenfalls wieder ein bisschen besser drin und so ein bisschen, ja, sind ja auch die Tastaturbelegungen und so wiedergekommen. Ich schaue jetzt für die nächste Folge mal in den, ja, Flyer für die Short Reference, in den Reference Guide oder wie das hieß, in die Referenzkarte. Und mit der geht es dann das nächste Mal weiter. Und ich denke, jetzt hier wild drin rumzuplanschen lohnt auch nicht. Ich werde auch zur nächsten Folge mal ein bisschen ins Handbuch gucken. Und ich denke, dann fangen wir die Mission beim nächsten Mal nochmal von vorne an. Aber es ging ja eigentlich gar nicht so schlecht. Bin eigentlich wieder reingekommen, um mir mal selber ein bisschen auf die Schulter zu klopfen. Wie dem auch sei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid in freudiger Erwartung beim nächsten Mal dabei, wenn es ein bisschen besser geht und ich nicht wieder so auf die Fresse kriege. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.